So, jetzt ist gut hier mit der Musik. Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von unserem Filmquiz. Wir hatten mal wieder technische Probleme, daran haben wir uns gewöhnt. Zum dritten Mal mit dabei, ungeschlagener Häuptling, ist Mike Langer. So, jetzt muss ich hier nur noch den Ton ausmachen. Zack, so. Wir wollten uns das dritte Mal nochmal treffen. Wir haben heute einiges etwas anders gemacht als sonst oder werden es anders machen. Viel besser. Ja, immer besser, wir verbessern uns immer. Erstens, du darfst die Kategorien nicht mehr aussuchen. Ja, sondern wir machen hier Reste essen. Reste Fragen sozusagen. Ah, übrigens vielen Dank für die Kartoffelchips. Ja. Zweitens gibt es eine Neuerung. Das, was wir immer hatten, man kann DVDs und Blu-Rays gewinnen, wenn man der Joker von Mike ist. Aber jeder, der heute kommentiert und seinen Senf dazu gibt, was man ja auf Facebook normalerweise macht, kann etwas gewinnen. Und was das genau ist, das erklärst du, während ich mein Kartoffelchip esse. Gut, ja. Also das könnte man schon den ersten, wer errät, wonach der Kartoffelchip schmeckt, gewinnt auch was. Weil heute kann jeder was gewinnen, der irgendwie einen Kommentar postet, nämlich zumindest einen Reisegutschein in die Filmhauptstadt nach, also die europäische Filmhauptstadt Prag. Wunderschön. Ja, sehr schön. Und zwar von Pro Illis Touristik. Pro Illis Touristik, genau. Und das ist eine Ich halte das hier nur zu, weil die hießen mal anders. Eine Viertagesreise ist das. Und jeder bekommt definitiv einen Gutschein für diese Reise. Und kann dann von Altenburg aus nach Prag, 4 Tage in einem Hotel. Du brauchst 4 Tage bis Prag von Altenburg? Nein. Also in 4 Tagen ist man wieder in Altenburg sozusagen. Ja. Und Filmstadt, kann ich gleich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hatte mal mit meiner Band ein Konzert in Prag und wir sind da am Abend angekommen und standen. Ist das diese Band, die nur noch aus dir besteht? Jetzt mittlerweile. Und wir kommen dort an und dann stehen wir an so einem Bahnhof und es stehen lauter Waggons mit Hakenkreuzen da. Und ich dachte, wo sind wir gedreht? Nee, das war so ein Abstellgleis. Da stehen lauter deutsche Reichsbahnwaggons mit Hakenkreuz für die ganzen Filme, die dort gedreht werden. Ich finde es auch interessant, wenn du das Wort Deutsch sagst, kriegst du so einen anderen Tonfall. Nee, Deutsche? Das haben wir doch so drin. Also ja. Vielleicht haben wir da heute auch einen Film dabei. Also jeder, der irgendwie postet, der bekommt auf alle Fälle einen Reisegutschein und die am schnellsten mit mir zu helfen, die bekommen dann. Das erkläre ich jetzt gleich nochmal. Okay, gut. Okay. Dann trinke ich. Ja, für diejenigen, die das erste Mal mit dabei sind, erkläre ich nochmal kurz die Regeln. Wir haben Kategorien, zu denen Mike 5 Sachen beantworten muss. Es ist immer ein Lied, ein Instrumental, ein Foto, eine Quizfrage und ein Zitat, das alles unter einem bestimmten Themenbereich. Pro Runde kann Mike einmal darum bitten, Hilfe zu bekommen von den Zuschauern. Und dann bitte erst, ich weiß, es verführt, in Facebook ständig seinen Senf rauszuhauen, aber bitte erst, wenn ihr das hört. Wer dann als erstes die richtige Antwort dorthin geschrieben hat, der gewinnt eine DVD oder Blu-ray. Zusätzlich Reisegutschein für eine 4-tägige Reise. Wir müssen so ein Reisegutschein erzählen, das gilt nur einmal. Also jetzt nicht, dass man denkt, boah, ich schreibe jetzt einfach wie blöde hier ständig irgendwas hin und kriege 10.000 von den Gutscheinen. Ich gebe pro Person nur einen. Genau. Ja? Genau. Und ich würde mal sagen, langer Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, es haben jetzt alle erstmal verstanden. Wir wiederholen das sicher heute noch ein paar Mal, wie die Regeln sind. Würde ich mal sagen, wir nehmen einen Schluck. Bist du bereit? Ja, nach dem Schluck bin ich bereit. Die erste Frage, wonach schmecken die Chips? Du wirst einige der Kategorien wiedererkennen, weil ich dachte mir... Weil ich sie schon mal abgewählt hatte, ne? Ja, du hast sie abgewählt, aber so ist das im Leben. Auch wenn man abgewählt wird, irgendwann kommen die wieder. So, Kategorie 1. Die Welt ist eine Bühne. Das vom Theatermann, jetzt wird es schwierig. Ja, kannst du so ein bisschen schon vermuten, worum es geht? Habe ich ja gerade gesagt. Na, ist nicht, ja, es hat was mit dem Theatermann zu tun. Verrate ich es oder verrate ich es nicht? Ich weiß es nicht. Ich werde es sehen. Du wirst es sehen. Wir starten einfach mal mit dem Lied. Aus welchem Film stammt dieser Song? Ja.
Bitte noch nicht mitraten, warten bis ich... Nee, ich weiß es. Brauchen wir gar nicht zu raten. Soll ich ausmachen, willst du sagen? Ja. Na? Es war Romy und Julia. Genau. Das sind die Cardigans. Das sind die Cardigans mit Love Fool, Romy und Julia mit Leonardo DiCaprio. Den ich, glaube ich, nicht gesehen habe. Du hast... Nein? Ich überlege gerade, habe ich den gesehen? Da warst du noch zu jung. Ich habe ihn gesehen in meiner Kindheit. Genau. War der erste Tonfilm, den ich gesehen habe. Genau. Das ist richtig. Der Punkt geht an dich. Ach so, ja, Preis ist. Es ist ja... Ich habe mich ja wirklich bemüht. Also du kriegst von mir jetzt ein Essen schon und die Drinks. Heute geht's ums Dessert. Heute geht's ums Dessert. Ja, in einem Lokal deiner Wahl. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen diskutiert. Und ja, wir dürfen ja keine Werbung machen. Nein, wir müssen ja nicht sagen, wo. Aber Manuel guckte mich groß an, weil... Ja. Es kann auch preiswerter werden. Also nein. Überleg nochmal. Du bist ja kein großer Esser. Ach so? Nein. Wenn es nichts kostet, schon. Es kostet ja was, wenn du zahlst es nicht. Ja, genau. So, das ist ja die Sache. Wollen wir einfach mal weiterfahren? Ja. Aus welchem Film stammt diese Musik? Hochdramatisch. Es wird so langsam ein bisschen eintönig. Also ich dachte, es wird irgendwie noch klarer. Ich kann dir mal einen... Naja, nee, ich gebe dir mal keinen Tipp, dann weißt du es. Ich fürchte, dass ich hier auch... Das ist voll romantisch, der Film. Die Hauptdarstellerin hat einen unaussprechlichen nicht. Namen. Also wenn er romantisch ist, kann ich nicht kennen. Das ist auch Film, wo ich immer gesoffen habe. Das ist immer das, wenn ich weggehe. Jetzt kommt die Stelle, wo der Komponist dem Wahnsinn verfällt. Nein. Du hast keine Ahnung, du kannst es freigeben. Das ist unfair, die können jetzt Shazam gerade alle. Deswegen gebe ich das mal nicht frei, weil das ich ist sage so es dir aber auch dieses Mal, das sind deine Freunde. Die helfen dir, einen Punkt zu bekommen. Insofern freue dich, wenn sie geistesgegenwärtig sind recht. Und Shazam. Nee, dann gehen wir das mal rein. Machen wir mal die erste Runde. So, Moment. Ich gebe jetzt... So, wer... Hat diese Musik erkannt? Der Erste, der jetzt den richtigen Titel schreibt, der gewinnt eine DVD. Mit einem romantischen Film. Mit einem romantischen Film. Bin gespannt. Also vielleicht kann man, ich sag mal was zu der Kategorie allgemein. Die Welt ist eine Bühne und wir sind bloße Spieler. Nein, Thorsten Brandt, leider nicht. Er hat Unrecht. Nein, er hat leider wirklich Unrecht. Thorsten, eigentlich machen wir die Sendung ja nur, damit du neue Filme kriegst. nein, Alexander Grüne vom Winde verweht ist es auch nicht. Also wenn man mal die Kategorie nimmt, das Zitat stammt aus dem Theaterstück und alle Filme drehen sich um diesen Autoren, der auch schon lange tot ist. Darum hat er auch noch einen Hang zur Romantik. Ich finde es jetzt sehr irritierend, wenn ich eine Wartemusik mache. Haben wir es tatsächlich das erste Mal geschafft, dass es keiner... Na, ich bin gerade etwas enttäuscht von Thorsten. Vom Winde verweht? Nein, ist es leider nicht. Nein, vom Winde verweht ist es auch anders. Hätte ich aber erkannt. Es ist gut, dass ihr mitmacht, weil ihr kriegt ja trotzdem, diesen Gutschein. Das notieren wir. Ich glaube, es weiß auch keiner von euch. Wir warten noch mal einen kurzen Moment. Ich trinke noch mal einen Schluck. Also die Welt ist eine Bühne und wir sind bloße ich bin Spieler. Nicht der Einzige, der es überhaupt weißt du, nicht aus weiß. Welchem Theaterstück das stammt, das Zitat? Wenn du es jetzt sagst, sage ich garantiert ja. Obwohl, nee, das verrate ich nicht, weil dann habe ich die Quizfrage auch schon verraten. Frühstück bei Tiffany ist es leider auch nicht. Ich glaube, ich löse mal auf. Ich krieg eine DVD. Es ist aus Shakespeare in Love. Okay. Also den Film kenne ich, aber da wäre ich jetzt nicht auf die Musik gekommen. Nee, aber das ist ja jetzt auch kein Theaterstück. Natalie Kunert, schade, leider jetzt hatte ich es schon aufgelöst. Das ist gemein, aber ich meine, sonst geht der Film auch nicht. Natalie Kunert, würde ich mal sagen, kriegt dann die DVD für diese Runde. Naja, gut. Aber du kriegst keinen das Punkt. Das musst ja du entscheiden. Nee, du kriegst keinen Punkt. Wieso kriege ich keinen Punkt? Wenn sie eine DVD kriegt, hat sie ja für mich gelöst. Nein, sie hat es ja zu spät gelöst.
Ich weiß immer nicht, wie hier eure Zeitverzögerung ist. 6 Sekunden ungefähr. Ah, 6 Sekunden, da hatte ich es gerade. Wahrscheinlich haben wir uns direkt überschnitten. Ich sehe sowieso, dass ich wieder verliere. Aber auf alle Fälle würde die DVD, ich sage, welches ist, geht dann, das sage ich, geht an Nathalie Kuhnert. Ich würde jetzt aber hier mal weiterverfahren. Das Foto, bitte mal an die Regie. Du hast deinen Joker jetzt vergeben, du kannst nicht nochmal fragen. Mhm. Wir schauen uns jetzt mal das Foto an. Das ist, aus welchem Film stammt dieses Bild? Diese attraktiven jungen Männer. Nochmal bitte. Diese attraktiven jungen Männer. Also Keanu Reeves, meines Erachtens nach, ist auf der von mir aus, auch von allen aus, auf der linken Seite der Regisseur. Da jagt ein Star den nächsten. Der Regisseur zu sehen, nämlich Kenneth Branagh. Das ist eine Shakespeare-Verfilmung. Was ihr wollt? Nein. Nein? Nein. Mist, was war es denn dann? Scheiße. Nein, also Shakespeare-Film bist du richtig. Ich in der Kategorie, die Welt ist eine Bühne. Es ist auf alle Fälle, es gibt ja mehrere. Kenneth Branagh, Moment, was er... Der hat, nee, du warst schon zumal. Ich würde es jetzt trotzdem mal Scheiße. Sagen, auch wenn ihr nichts gewinnen könnt. Vielleicht habt ihr ja Lust, einfach mal einen Tipp rauszuhauen und einen Gutschein zu bekommen, weil nur wer kommentiert, kriegt einen Gutschein. Genau, egal ob es richtig ist. 100 Euro Prag. Ihr könnt irgendwas schreiben. Ihr könnt schreiben Tom und Jerry oder so. Und ihr diskutiert noch über die letzte Runde. Wartet, wir sind da, da kommen noch jede Menge. Sonst, auch hier löse ich jetzt mal auf. Viel Lärm um nichts. Viel Lärm um nichts, ja. Und ich erinnere mich, ich habe den Film gesehen, da hatte ich die Windpocken und lag mit 40 Grad Fieber als Kind in meinem Bett und schwitzte. Und dann waren die da in diesem sommerlichen Italien. Sehr schön. Gut, egal. Ich möchte. Aber was ihr wollt, hat er auch verfilmt, ne? Das auch, da gibt es auch eine Kenneth. Also ich weiß nicht, er hat einen Hamlet verfilmt. Aber ich glaube, es gibt auch Was ihr wollt. Heinrich der Vierte hat er gemacht. Okay. Der ist ja auch von der Royal Shakespeare Company. Da muss er das machen. Aber wo wir gerade bei Hamlet sind, aus dem auch übrigens das Zitat, die Welt ist eine Bühne und wir sind bloße Spieler stammt. Quizfrage. Wer spielte in der ersten Verfilmung von Hamlet 1920? Oh Gott, Manuel, das 100 ist Jahre typisch. Her. Ja, jetzt mal was aus meiner Kindheit, ja? Den Prinzen von Dänemark. Wahrscheinlich Shakespeare noch selbst. Es ist vermutlich, dass du in die Unterhaltungsbranche gegangen bist. Dass ich nicht am Theater bin. Nee, also das muss ich passen. Das weiß kein Mensch außer das dir. Das weiß jemand. Das war. Ich bitte dich. Ich habe keine Ahnung. Weiß es jemand von euch draußen? Ich könnte nichts. 1920. 100 Jahre her. Und dann kannst du gleich mal sehen, wie modern die waren. Nee, weiß ich echt nicht. Nee? Also ich bin. Ich löse auf. Asta Nielsen. Nee, möchte ich nicht. Hätte ich gewusst. Nee? Hätte ich nicht gewusst. Asta Nielsen war übrigens, vermietete den Comedian Harmonist ihre Wohnung zum Üben. Ist auch sehr interessant. Okay. So, kommen wir. Also, und jetzt ja. Am Rande. Ja, ich sag's nur, so ein bisschen, so ein bisschen was, erzähle ich immer mal, man will ja was lernen. Ist ja Bildungsfernsehen. Ne? So, Zitat. Wir haben uns diesmal entschlossen, dass doch ich die Zitate jetzt mache, damit wir hier nicht wieder technische Probleme kriegen, weil. Bei mir, glaube ich, funktioniert das mit dem Mikrofon ganz gut. Zitat, aus welchem Film stammt, was Josef Tura Shakespeare angetan hat, das machen wir jetzt mit Polen. Mit Polen? Mhm. Okay. Das ist erstmal Zweiter Weltkrieg. Ja, es sagt ein Nazi zu einem polnischen Schauspieler, was Josef Tura Shakespeare angetan hat, das machen wir jetzt mit Polen. Das spricht jetzt erstmal nicht für Josef Tura. Nein, eben nicht. In seiner Darstellung von was auch immer. Gott. Ist auch ein alter Film. Ich habe gesagt, ich mache neuere Filme, aber die Kategorie, da sind noch alte dabei. Okay. Es ist ein Ernst-Lubitsch-Film, ist von Mel Brooks, gab es auch nochmal ein Remake. Okay, den muss ich auch passen. Musst du auch passen? Weiß es jemand draußen? Ich löse auf. Thorsten Brandt muss, gib mal Thorsten Brandt die Chance, seine Ehre zu retten. Nein, ich glaube, das ist nicht seine Kategorie. es ist der Film Sein oder Nichtsein. Kenn ich nicht. Kenn ich echt nicht. Also ich kenne Sein oder Nichtsein jetzt als Das ist ein ganz großartiger Zitat. Film. Sein oder Nichtsein, der übrigens so ein bisschen immer im Schatten vom großen Diktator steht. Der ist auch 1942 entstanden. Und es geht um eine Gruppe polnischer Sein oder Nichtsein, er hat es gewusst.
Ja, super. Ich kann mich auf Thorsten verlassen. Das wusste ich doch. Allerdings hattest du ja den Joker schon vergeben. Und es geht in dieser Runde. Hat's googeln heute ein bisschen länger gedauert bei ihm, ne? Nee, ich glaube, nein, der Thorsten weiß das. Das ist. Liebe Nathalie Kunert, du bekommst diese DVD Ophelia. Ich kenne den Film selber nicht. Aber erzählt aus der Sicht Ophelias die Geschichte von Hamlet. Also. Es spielt mit Daisy Ridley, Naomi Watts, Clive Owen heißt der. Können wir nicht mal raus. Scheiß Englisch hier. So, okay, der geht jedenfalls. Du kannst doch nicht mal sagen, dass du in der DDR warst. Da hatten wir nichts, noch nicht mal Englisch. Ja, wir hatten nicht mal eine DDR. Also, so. Stimmt. Ah, übrigens, was wir nicht mehr haben. Traurige Nachricht. Ich denke, ich möchte es gerne mal anspielen. Es ist Ennio Morricone gestorben, ja. Der Spiel mir das Lied vom Tod komponiert hat. Er hat aber auch andere ganz tolle Musiken gemacht. Hier zum Beispiel aus The Good, The Bad and The... Keine Ahnung. Das ist schon tolle Musik. Ganz großer. Also das ist jetzt ganz großer Komponist zum Gedenken. Und es ist auch Thilo Brückner gestorben. Wo wir jetzt nichts anspielen können. Die Tatortmelodie. Der hat Tatort gespielt, aber... Also nur fand ich irgendwie so, dass es heute, wo ich dachte, wir spielen einmal diese Musik. Ennio Morricone, das ist richtig. 95, glaube ich, ne? Unverhofft, mitten aus dem Leben gerissen. Ja. Hatte noch viel vor. Aber ich glaube 95, wenn mich nicht alles täuscht, war er. Ja. Das und hat auch, ist erst vor kurzem getourt. Also das ist, der ist auch bis ins hohe Alter aktiv gewesen. Besser kann man sich es eigentlich nicht wünschen. Das ist ähnlich wie Udo Jürgens. Hm? Nein, okay. Also gut. So will ich das auch. Was? So will ich das auch. Will ich das auch. So, ich erkläre noch mal kurz, weil ich habe gesehen, dass sich einige Leute noch mit reingeschaltet haben. Genau. Heute, jeder, der kommentiert, egal ob er es weiß oder nicht, kann einen Gutschein im Wert von 100 Euro gewinnen für einen Trip nach Prag, gesponsert von der Pro Illis Touristik. Das heißt, wenn man hier, Thorsten Brandt hat Herrn Morricone vor 5 Jahren auch noch live sehen dürfen. Ja, genau. Ich war da. Ja, ja, krass. Nein, also jedenfalls, wenn ihr kommentiert, egal ob richtig oder falsch, kriegt ihr so einen Gutschein. Allerdings bitte auch dann erst kommentieren, wenn ihr das hier hört. Es also sei ihr könnt denn, auch vorher kommentieren, aber Grüße. Dann es sei denn, ihr schickt Grüße. Auch ach, das dann ist gibt's ja möglich. Auch einen Gutschein. Gibt's auch einen Gutschein. Du bist ja spendabel. Ja, ne. Bist du der Gurkenpaul? Na. Oder was? Schmeißt du noch eine Salami drauf? Jetzt mache ich mal ein Zitat. Was? Mal sehen, ob du das ach, kennst. Ja? Ein Zitat. Was habe ich an? Aus welchem Film ist das? Ah, ja, wir können auch anders. Genau. Ja. Was habe ich an? Ich bin die Hose. Ja, natürlich. Wir haben uns unterhalten, dass deutsche Filme in den 90er Jahren ziemlich cool waren, ja, und so langsam nicht mehr so schön sind. Und nicht mehr so schön ist so, sind. Ist so unsere Meinung. Das kann man auch anders sehen. Gut, ansonsten erkläre ich. Also, es gibt jetzt pro Runde gibt es 5 Unterkategorien, die der Mike erraten muss. Wenn er nicht Bescheid weiß, hat er die Möglichkeit, einmal zu sagen, ich möchte gerne, dass mir die große weite Welt dort draußen hilft, die Community, yeah, wie man so sagt. Und dann, wenn dann eben dieser wunderbare Trommelwirbel kommt, dann der Erste, der dann die richtige Antwort gibt, gewinnt eine DVD oder Blu-ray. Zusätzlich zum Gutschein. Ich will, wir sind verrückt. Das ist doch ein Wahnsinn, was wir hier machen. So, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ja, bitte. Hast du auch schon mal gehört, damals abgewählt. Was war das? Was? Was war das? Was war es für eine Kategorie? Verpasste Chance. Okay. Ja? Das wird jetzt wohl eine. Ja, ich habe die dir schon versucht, zweimal anzudrehen. Aber ja, in Thüringen wird so lange gewählt, bis der Richtige. So, okay. Verpasste Chancen. Wir kommen zum Lied. Aus welchem Film? Du wirst es kennen. Stammt dieser Song? Das sagst du. Das musst du kennen. James Bond. Das kann jeder James Bond sein. Das ist jetzt ist echt normal, das muss ich überlegen. Ja, es geht ja auch noch ein bisschen, das Lied. Macht es alle euer Shazam an? Also du hast dir James Bond-Fragen gewünscht. Meines Erachtens nach, das ist auf alle Fälle Daniel Craig. Der Sänger ist nicht Daniel Craig. Nee, das... Das ist Chris ja, Cornell. Quantum Trost oder... Na, oder ist, also kannst du nee, die Frage Moment, entweder oder machen. Ich darf es ja wenigstens herleiten. Mach mal aus. Ich darf es ja wenigstens herleiten. Also Quantum Musik. Trost, was im Übrigen einer der schlechtesten James-Bond-Filme aller Zeiten ist.
Aber ich glaube, das war diese, auch diese unsägliche Hip-Hop-Nummer, die da vorlief. Und das war scheiße. Du schindest gerade Zeit. Warte nee, mal, ich habe mir ja extra eine Musik gesucht, wenn du Zeit schindest. Das ist von Akte X. Okay. Vom selben Komponisten im Übrigen, der auch Hart, aber herzlich die Musik gemacht hat. Du schindest immer noch Zeit. Komm zur Antwort. Komm zum Punkt. Mann, verdammt. Oder gib's frei. Wie, Casino Royale? Ja! War das der Casino Royale. Im Übrigen, weil wir so bei den Themen sind, Casino Royale ist ja übrigens der allererste James Bond. Also das erste Buch ist Casino Royale. Und der ist aber erst später verfilmt worden. Naja, aber es gab mit David Niven, das haben wir irgendwie lustigerweise letztens festgestellt, David Niven taucht auch auf, da gibt es irgendeine Fernsehverfilmung. Genau, und zwar gab es in den 50er Jahren gab es eine Fernsehverfilmung, da hatte man die Rechte schon an eine amerikanische Produktionsfirma vergeben. Und da gab es eine Schwarz-Weiß-Verfilmung, James Bond, da hieß der aber Jimmy Bond. Das war eine Fernsehserie. Und die hielten halt die Rechte. Unter anderem eben noch an Casino Royale. Deswegen konnte der erst zu spät verfilmt werden. Und die Produktionsfirmen die Produktionsfirmen haben dann Rechte getauscht. Und die eine hat die Rechte von, ich glaube, Spider-Man war das, gekriegt. Und die haben dann dafür Casino Royale gekriegt. Ist ja auch so ein bisschen wie zu DDR-Zeiten, oder? So tauschen. Ja, ne, so, ja? Was man hat, hat man. Ne? Nee, und, aber weißt du, warum es in die Kategorie geschafft hat? Warum? Vor Daniel Craig, weißt du, wer angefragt war? Wer? Hugh Jackman. Okay. Und er lehnte es ab. Und willst du auch die Begründung wissen? Mm-mm. Nein? Okay. Nee, also ich weiß nicht. Also, nein, er hat gesagt, er findet die Drehbücher etwas unglaubwürdig. Mehr Realismus wäre schön. Das ist Hugh Jackman. Okay, also er glaubt, dass quasi X-Men verdammt nah an der Realität ist. Ja. Ist ja der Umkehrschluss, ne? Ja. Aber fand ich eine schöne Begründung. Ja. Sie geht weiter und ich denke auch dort wirst du keine Hilfe brauchen. Das setzt mich so unter Druck, weil das immer so heißt, das weiß doch jeder. Nee, aber du. Okay. Du weißt bitte. Es. Und das weiß, glaube ich, jetzt wirklich jeder. Aus welchem Film? Oh Mist, wenn das jetzt wirklich jeder weiß. Oh. So, und jetzt. Aber nicht immer so schnell sagen. Wo ist denn das her? Warte mal. Ist kein Film mit Renate Müller. Die ja Gabi hieß. Gabriele. So, jetzt können wir, glaube ich, ausmachen. Eine deutsche Produktion. So, Raumpatrouille Orion. Okay, das ist falsch. Ich hätte jetzt echt gedacht, du weißt es. Ich habe gerade so überlegt, dass ich sage, um jetzt den Aufschrei, sage ich einfach mal Star Trek. Dann sind so die Trekkies und die Star Wars Leute. Du weißt schon, dass du dann hier nicht mehr durch die Stadt gehen darfst ohne Mundschutz. Star Wars natürlich. Star Wars natürlich. Und weißt du, warum der es in die Kategorie geschafft hat? Jetzt verpasste Chance. Wer hat da seine Chance verpasst? Ja, es geht um Han Solo. Ja, ich. Und zwar, genau. Erst sollte es Burt Reynolds machen. Ja. Wollte er nicht. Dann haben sie, weißt du, wen sie dann gefragt haben? Nee. Al Pacino wollte es auch nicht und so durfte Harrison Ford mal ran. Ich weiß, dass Harrison Ford sozusagen so die Auslese aus der ersten Runde war. Ich finde, er hat das ganz, ganz toll gemacht. Hat sich wirklich gut eingebracht. So, ich würde jetzt aber mal weitermachen. Bin ich jetzt froh, dass du nicht fragst. Ja, das ist toll. Also wenn ihr das schreibt, es ruhig jetzt trotzdem rein. Auch, also jetzt dann nicht mehr, aber so, also ihr kriegt diese Gutscheine, die wir haben. Ich würde jetzt aber trotzdem mal zum Foto gehen. Ja? Ja. Aus welchem Film stammt dieses Bild? James Dean, oh scheiße. Es fällt mir der blöde Titel nicht ein, ich wollte jetzt gesagt. Na, so viele Filme hat er jetzt nicht gemacht. Ja, eben. Ich komme hier nicht wieder mit, entweder was der oder der, weil viel mehr Möglichkeiten gibt es ja nicht. Scheiße, nee, mir fällt der Titel einfach jetzt nicht ein. Ich will immer sagen, es geschah am helllichten Tag, aber totaler Käse. Heinz Rühmann und James Dean. Ah, jetzt hab ich doch. Es geschah am helllichten Tag. Ich habe jetzt Gerd Fröbe mit James Dean verwechselt. Du hast Gerd Fröbe mit James Dean verwechselt. James Dean, erfolgreich in die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten. Nee, scheiße. Obwohl, und es ist gemeint, das mit James Dean zu sagen. Das stimmt. Herr Christine, Contenance. Ja, nein, bitte. Ich glaube, ich gehe wieder zum Mineral. verdammt. Du kannst es noch freigeben. Ja, ich gebe es frei. Mann, wir haben doch DVDs. Moment, wartet, Leute, es gibt den.
So, wer ab jetzt als erster die richtige Antwort gibt, kann den Film kriegen. Warten. Tante Kay, jetzt hier nicht irgendwas hinschreiben. Warten heißt der Film nicht. Ist leider falsch. East of Eden ist richtig. Danke, Thorsten. Ehre gerettet. Thorsten hatte recht. Jenseits von Eden. Jenseits von Eden? Ja. Nee, ich hatte, also das ist natürlich jetzt am Bild, hätte ich es, ich hatte, wie heißt denn der andere? Da? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Susan Schildkröte und natürlich ganz großartig Giganten. Was guckst du mich jetzt so an? Was für eine Reaktion? Giganten ist ein toller Film mit Liz Taylor, Rock Hudson, James Dean. Warum hat das in die Kategorie geschafft? Paul Newman wollte das unbedingt spielen, wurde es nicht. Okay. Casting nicht geschafft. So kann es so kann's gehen. Aber es gibt ja auch von Rock Hudson, gibt es ja auch, nach seinen ersten Probeaufnahmen wurden, also die ersten Probeaufnahmen von Rock Hudson wurden später immer gezeigt, wie man sich bei einem Casting nicht verhalten soll. Hat es dann auch später geschafft, oder größer Weltstar, ganz groß, direkt hinter Dagmar Frederik. So, kommen wir zur Quizfrage. Welcher Schauspieler lehnte die Rolle des Maximus in Gladiator mit den Worten, ich bin zu alt für diesen Scheiß ab? Oh, das weiß ich jetzt echt nicht. Also, das muss ich raten. Nee. Du hast keinen Joker mehr. Nee, das ist, also, das ist ja jetzt wirklich Randwissen. Also, das ist nicht Randwissen, das ist die Kategorie verpasste Chance. Ja, nee, das ist schon klar, aber ich weiß, also, das ist ja jetzt nichts, was man täglich sich auseinandersetzt. Ich weiß nur, das ist ein völlig. Nicht so wie die anderen Fragen, die wir hier stellen. Ich sag es mal, Romy Schneider. Fast! Es war ihre Mutter. Nein, es war Mel Gibson. Mel Gibson, okay. Mel Gibson und dann wurde es Russell Crowe. Aber gut, bei Mel Gibson wäre der Film auch doppelt so lang gewesen und die zweite Hälfte hätte nur aus Sterben bestanden. Das ist Braveheart. Ja. 3 Stunden und davon 1 Stunde sterben. Passion Christi von Mel Gibson. Das ist naja, aber Passion Christi ist ja nun mal Sterben. Nee, aber also, so viel Blut hat ein einzelner Mensch nicht. Das ist ja auch der Sohn Gottes. Aber auch der hat nicht so viel. Also das steht nun nirgendwo geschrieben, dass der die doppelte Liter an Blut hat. Okay, ich möchte nicht blasphemisch werden. Ich habe schon wieder Witze im Kopf. Das mache ich. Okay, aber wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Zitat. Ach wir so. Hatten Gesichter. Wir brauchten keine Worte. Oh, Hilfe. Ja, das sind nochmal die ein bisschen Ollen, die neuen Filme kommen dann. Nee, keine also, lohnt es sich überlegen, ich weiß, dass ich nicht drauf komme. Da lohnt sich das überlegen. Ich mache das so gerne. Wir hatten Gesichter. Wir brauchten keine Worte. Weißer, was? Du hast kein Trommelwirbel. Braveheart war wirklich cool, also Thorsten hat recht. Ja, aber Entschuldigung. 3 Stunden Braveheart. Sterben zum Schluss. Ja, Braveheart ist okay, aber das sind so, die Mel Gibson-Filme sind irgendwie mal gleich. Was glaubst du, wie Titanic gelaufen ist? Das ist ja auch hauptsächlich. Blub und weg. Naja, da hat aber Mr. Cameron. Nein, also, ich löse auf. Wir hatten Gesichter, wir brauchen keine Worte. Ich liebe dieses Zitat so. Ist aus Boulevard der Dämmerung auch bekannt als Sunset Boulevard. Ja, da wäre ich nie drauf gekommen. Und das Ding ist, ursprünglich wollte Billy Wilder. Diesen Satz sagen. In einem anderen Film. Er wollte ursprünglich Pola Negri haben. Und die hatte aber so einen krassen polnischen Akzent, dass er sagt: Nee, das können wir nicht machen, wir nehmen Gloria Swanson. Okay. Ja? Okay. Das haben wir. Oh, wir haben zweite Kategorie schon eine halbe Stunde rum. Wir halten uns jetzt ran. Wir können nicht mehr sagen. Aber, Thorsten, was du gewinnst? Eine Blu-ray von Once Upon a Time in Hollywood. Geht dir zu? Was ist da die verpasste Chance? Nee, gar nichts. Aber ich finde es einfach einen schönen Film. Okay, weiter. Und ich dachte, ja. Okay, wir gehen weiter. Nächste Kategorie: Fantastische Filme. Okay. Ja? So, hier muss ich bei dem Titel, muss ich vorher abbrechen, weil sonst ist das alles verraten. Irgendwann kommt nämlich der Titel. Aber aus welchem Film stammt dieses Lied? Last Unicorn. Ja, richtig. Last Unicorn, das letzte. Ich hab's schon mitgesummt. Oh. Wer hat das eigentlich gesungen? Wer war denn das? America. America, okay, gut. Ja. Gehen wir gleich weiter, um Zeit wieder reinzuholen. Aus welchem Film stammt diese Filmmusik? Das war ja letztes Mal, wurde mir vorgeworfen, ich sei bösartig, weil ich so schwere Fragen mache. Das ist ja wirklich einfach. Ja. Das ist
Frodo. Der Film heißt nicht Frodo. Nein, der heißt nicht Frodo. Herr der Ringe. Und wie heißt der Titel? Oh, da gibt es ja drei. Nein, ich meine von dem Lied. Concerning Hobbits. Ach so. Das hätte jetzt. Ja, das ist deine Kategorie. Warum du die zweimal nicht wolltest, weiß ich nicht. Ja, das stimmt. Ja? Kommen wir zum Foto. Das ist ein ganz junger Tom Cruise. Hat der mal Mowgli gespielt? Keine Ahnung. Was ist das für eine Hackfresse da? Es ist kein Mädchen, es ist Tom Cruise. Das war mal echt hübsch, oder? Das war noch vor Scientology, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ich glaube, da war der 19. Was hat denn der für Fantasy-Dings gespielt? Wenn du ein Foto an die Gruppe rausgibst, ist es immer besonders schwierig, weil die Zeitverzögerung ist. Ja, aber ich gebe es mal nebenbei schon mal mit raus. Vielleicht komme ich ja noch drauf, dann haben wir Pech. Gib's mal frei. Weißt du, gibst es frei? Ah, er gibt es frei. Mit dem Trommelwirbel. Warte, ja, ich mache ja schon. Top Gun. Mit Sicherheit. Top Gun. Okay, wer von euch weiß es, der Erste, der es richtig schreibt, kriegt einen Film. Top Gun oder eine Frage der Ehre. Ist er nicht als Militäranwalt? Das ist gemeinte Antwort. Frage der Ehre, der ist er doch als Militäranwalt, sieht man doch. Ja. Legende, das ist richtig. Cindy Nüch. Den habe ich noch nicht gesehen. Hast du noch nicht gesehen? Den kenne ich nicht. Das ist ein cooler Film. Echt? Okay, ja, gut. Das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Cindy. Ich sag dann, den Film gebe ich dann zum Schluss raus. Quizfrage. Und die, ich sag nichts dazu. Was für ein Tier ist die uralte Morla in dem Film Die unendliche Geschichte? Oh, scheiße, das ist, ist das die Schnecke? Die uralte Morla. Macht mich alle! die uralte Morla. Was gibt's denn da? Da gibt's diesen komischen Drachen, der ist es nicht, der heißt Furu, glaube ich, ne? Dann gibt's die Schnecke. Gibt's irgendwie nicht wie bei Wer wird Millionär? Oder? Ja. Eine Kröte? Machen wir mal A und B und C. Was? Nee. Machen wir A und B und C. Ich dachte echt, das weißt du. Nee, ja, wenn das. Schild. Nee, Quatsch, was ist denn das? Irgendwie. Es ist ein Tier. Ein Wiesel? Nein. Nein. Scheiße, das ist echt, das ärgert mich jetzt, weil das kommt dann und dann sage also ich, deine Freunde draußen in der Welt wissen es, aber das Problem ist, die DVD ist schon weg. Ja. Aber jeder, der schreibt, kann ja jetzt erstmal einen Gutschein. Genau, das ist, schreibt wirklich weiter. Bitte schreibt alle Schnecke, damit ich recht habe. Den Gutschein für 100 Euro Prag-Trip gibt es auf jeden Fall. Ich sehe die vor mir, aber ich weiß nicht, was für ein Vieh das ist. War das eine Kröte? Was war denn das? Sag's jetzt. Es ist eine Schildkröte. Habe ich doch gerade mal so zwischendurch auch gesagt. Ja, hast du, aber hast gleich wieder verworfen. So geht es nicht. Gilt das nicht auch? So, Zitat. Auf jeden Fall kriegt das hier auf der Abgefucktheitsskala eine 9,0. Mist, das kenne ich. Warte mal. Ich weiß, wir hatten da Videos auch gemacht, aber wir haben hier diese Technik, darum, ich muss es jetzt selber machen. Warte mal, auf der Abgefucktheitsskala. Das klingt irgendwie so verdammt nach Stirb langsam, aber das passt jetzt nicht in die Kategorie. Ihr könnt ruhig schon schreiben, weil der Joker ist eh weg, durch. Wenn ihr es wisst und einfach mal dem Mike zeigen wollt, alle wissen es. Ist nett, Herr Christin. Komm, ich habe extra nicht wieder die Jeopardy-Musik genommen. Mann. Die Lieblingskategorien kommen noch. Also ich kenn's auf alle Fälle. Bist du heute echt langsam? Ja, auf der Abgefucktheitsskala. Woher kenn ich das? Auf jeden Fall kriegt das hier auf der Abgefucktheitsskala eine 9,0. Komm, lies vor, was ist die das? Die Kollegen draußen wissen es. Men in Black. Men in Black, okay. Mhm. Men in Black. War nicht deine Kategorie. Ich hätte es jetzt irgendwie tatsächlich, hätte ich es Stirb langsam zugeordnet. Aber es ist nicht falsch. So. Vielleicht irrt ihr euch alle und ich habe recht. Nee, das glaube ich nicht. Nicht? So, die Cindy bekommt eine DVD von Monty Pythons Wunderbare Welt der Schwerkraft zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch. Ist auch wunderbar. Was? Ist auch wunderbar. Wunderbar, ist auch ein fantastischer Film. Ist ja eigentlich ein Zusammenschnitt aus Flying Circus. Ja, aber trotzdem schön. Nee, wunderschön.
Warum vergeht eigentlich bei dir hier immer die Zeit so schnell? Mach hin. Das, ja, okay. Nächste Kategorie. Was für ein schöner Morgen. Okay. Okay, wir gucken ins Lied. Welcher Film? Wenn es schon so losgeht. Good morning. Good morning. Good morning. Song kenne ich, aber ich... welcher Film ist das? Good morning to you. Der Film könnte auch in der Kategorie verkackte Verleihtitel laufen. Verkackte was? Verleihtitel, der hat einen furchtbaren deutschen Verleihtitel. Okay. Ist übrigens der einzige Song, der in diesem Film, für diesen Film komponiert wurde. Alles andere wurde... Das ist auch Doris Day Ding, ja? Irgendwas. Das ist Debbie Reynolds. Debbie Reynolds, nicht Doris Day. Du, also ich, wenn du jetzt den Titel sagst, sag ich dann garantiert, ja, aber ich... Ich kenn's eher als Song, jetzt nicht zur Zuordnung für einen Film. Willst du es rausgeben oder dir lieber noch aufheben? Hör mal noch auf, den Joker. Hör mal noch auf, das ist aus Singin' in the Rain, deutscher Verleihtitel, Du sollst mein Glücksstern sein. Ich meine, ein Volk, was aus Singin' in the Rain diesen Titel macht, kann ja selber keine guten Filme machen. Ja, aber sie können jetzt, auch heute, nicht wirklich heute. Böse Menschen sein. Doch. Wie sowas Düsseres sich ausdenkt. Nochmal, wie war der Titel? Du sollst mein Glücksstern sein. So, kommen wir zum Instrumental. Auch übrigens sehr lustig, der deutsche Verleihtitel ist auch bei diesem Film komplett anders als der englische. Aus welchem Film? Ich finde es halt eher, Thorsten, ich finde es halt eher verkackte Verleihtitel. Hatte ich übrigens auch mal als Kategorie gedacht, aber... Verkackte Verleihtitel. Ganz toll sind ja auch, wenn englische Verleihtitel mit anderen englischen Titeln übersetzt werden. Das ist auch... Denk immer daran, die Kategorie heißt Was für ein schöner Morgen. Ich sehe irgendwie gerade... Also Raumschiff, also einen dieser Enterprise-Filme vor mir. Aber es wird's nicht sein. Komm ich nicht drauf. Willst du ihn freigeben? Das gehen wir mal frei. Das gehen wir mal frei, Leute. All die Chasama da draußen. So, wer Thorsten von... Brandt, lass allen bitte allen anderen noch eine Chance. Du, nein, bisher ist das wirklich gut verteilt. Okay, sehr schön. Nein, das ist alles gut. Außerdem, irgendwann möchte ich den Thorsten hier mal haben. Nee, Star Trek ist es nicht. Genau, habe ich nämlich auch gedacht. Ich hätte es auch Star Trek zugeordnet. Ist es nicht? Wie gesagt, die Kategorie, was für ein schöner Morgen. Ich bin sehr stolz auf diese Kategorie. Ja, now you see me. Beatrix Seeler, das ist richtig. Was ist, was? Die Unfassbaren im Deutschen, aber Now You See Me ist der Originaltitel. Die Unfassbaren ist dies mit diesen Zaubern. Es ist auch die Unfassbaren 2, aber oh, du hast noch nicht mal gesehen. Da muss man drauf. Und weißt du auch, warum der Film es in die Kategorie geschafft hat? Weil Morgan Freeman mitspielt. Das ist so ein Blödsinn. 5 Euro für die Wortspielkasse. So, Foto. Bitte. So, Pierce Brosnan als James Bond. Und das ist, wie heißt denn die hier? Desperate Housewives. Du sollst den Filmtitel sagen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin totaler großer James-Bond-Film. Ja, aber den kennst du nicht. Hab immer damit, nee, den kenne ich auch, aber ich habe immer damit zu tun, die Titel, aber Tomorrow Never Dies. Das weil, Bond Girl, ja, ist ja, richtig. Weil das Morgen stirbt nie, natürlich. Weil das konnte ich mir jetzt super herleiten. Ja. So, dann gehen wir mal gleich weiter, weil du ja heute so langsam bist, dass wir bei der Hashtag-Kategorie sind. So, Quizfrage. Wer produzierte die Filmmusik zu Morgens um 7 ist die Welt noch in Ordnung? Was ich spiel's dir mal an, man kann drauf tippen, wer das produziert hat. Das Arrangement ist sehr typisch für diesen Easy-Listening-Musiker. Thank you.
Nee. Nee, keine Ahnung. Nee. James Last. Oh, okay. Ah, nee, ist falsch. Hast du nicht gekriegt. Du, ich glaube, das Dessert geht auf dich. So langsam. Zitat. Wir verfahren weiter. Garlic. Es ist ganz einfach. Wenn der Motor brummt, läuft der Wagen schon. Darling, also einfach. Nicht. Nein, Garlic. Garlic. Garlic, es ist ganz einfach. Wenn der Motor brummt, läuft der Wagen schon. Keine Ahnung. Was hast denn du für Zeug? Was guckst denn du für Filme? Ich habe nicht gesagt, dass ich die alle kenne. Keine Ahnung. Aber da eine Redaktion von Leuten ist. Kennst du nicht? Nee. Garlic. Good morning, Vietnam! Okay. Oh. Ich glaube, das war es bestimmt übersteuert über den Sender gegangen. Aber okay. Gut, dann sind jetzt alle wieder wach. Und an Beatrix. Beatrix bekommt Good Morning Vietnam als DVD zugesandt. Wir haben noch was vergessen. Wir müssen noch einen Hinweis geben. Das ist jetzt nicht an alle, die jetzt gerade zuschauen, sondern alle, die das dann in der Aufzeichnung im Fernsehen sehen, dass wir ja unten einblenden auch noch eine Frage, eine Filmfrage. Und wer die richtig beantwortet, gewinnt nicht nur einen Gutschein, sondern die komplette Reise nach Prag. Aha, aber das ist erst, also das ist jetzt nicht in der Live-Schalte. Das kann heute jetzt, schade für alle, die heute dabei sind. Wir freuen uns darüber, dass ihr dabei seid. Aber ihr könnt das natürlich nicht gewinnen. Das können nur all jene gewinnen, die dann die Aufzeichnung gucken über Kabel. Wir aber niemand hindert ja die Leute, die jetzt zugucken, daran, nochmal beim Kabel zuzugucken. Und die Frage zu beantworten. Und dann bekommt man nämlich nicht nur einen Gutschein für eine Reise, sondern die komplette Reise bezahlt. Also, nochmal angucken. Du kannst echt super auf den Markt gehen. Mache ich eigentlich die meiste Zeit. So. Mache ich auch die meiste Zeit. Ach so. Und ich gebe noch einen Chip dazu. Du Sau! So, gehen wir weiter. Weiter. Altenburger Adaptionen. Okay. Ich erkläre dir mal, es handelt sich um Filme, die als Theaterstücke auch hier im Altenburger Theater innerhalb der letzten 10 Jahre gelaufen sind. Gott. Kleiner Tipp, ich habe in allen Produktionen mitgespielt. Okay, aus welchem Film stammt dieses Lied? Oh, das ist jetzt unfair. In einem der Stücke. Es ist vergebens zu probieren, mit einem Haufen Scheiße zu diskutieren. Ihr habt es lange genug versucht, habt für jede Talkshow einen gebucht. Okay, stopp. Immer sitzt da ein Nazi und redet Stuss. Was? Aber stopp. Also ich kann das jetzt nur raten. Also es ist wirklich raten. Känguru-Chroniken? Ja, das ist richtig, die Känguru-Chroniken. Gehen wir gleich weiter, ja, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Instrumental, aus welchem Film? Also ich tippe jetzt einfach mal dieses Kalkbrenner-Ding. Berlin Calling, hieß das? Ja, so? Berlin Calling. Also ich rate das nur, weil... Schade, also, ich würde jetzt sagen, Mann, ich habe die Stücke alle bei euch im Theater gesehen. Nee, du ganz ehrlich? Nee? Soll ich jetzt ganz ehrlich sein? Kommen wir weiter zum Foto. Okay. Ich habe übrigens die Rolle von Daniel Brühl damals gespielt, aber es ist halt auch Heidi schon 10 Jahre her. Heidi der Berg ruft. Da habe ich nicht mitgespielt. Das habe ich nur verbrochen. Stimmt. Das ist so das Gegenteil von dem, von meiner derzeitigen Entwicklung. Physisch. Du hast immer noch deinen Joker offen. Ja, mach mal den Joker, bin ich mal gespannt. Ja, okay, Leute, wartet. Es gibt den. Achso, nee. Welcher Film? Übrigens, mit Julia Jentsch habe ich schon Theater gespielt. Den Faust. Nee, wieder? Heidi, ist es nicht, Ramona? Nee, Berlin Calling, das war vorher? Achso, wir haben noch die Zeitverzögerung. Ja, ja, sonst. Mal diese paar Sekunden. Ja. Da kam, glaube ich, wieder was rein. Fetten Jahre sind vorbei. Thorsten Brandt, das ist richtig. Okay. Quizfrage. Welches Märchen liest der Schuster Wilhelm Vogt in der Hauptmann von Köpenick dem kranken Mädchen vor? Okay, also das habe ich gesehen, aber was hat Uelgo für ein Märchen vorgelesen? Und was hat Heinz Rühmann Edith Hanke vorgelesen? Aber bestimmt was anderes. Nein, das Gleiche. War ein Spaß. Was liest denn der vor? Ist echt. Soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ja, gib mal bitte einen Tipp. Es ist so der entscheidende Satz mal. Wie hat Heinz Rühmann gesagt? Etwas Besseres als den Tod finden wir überall.
sah jetzt wirklich aus wie Heinz Rühmann. Ja, das klingt auch sehr lächerlich, ja? Lange als Heinz Rühmann-Imitat aufgetreten. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Schneewittchen, keine Ahnung, nee. Die Bremer Stadtmusikanten. Was hat das jetzt mit dem Tod zu tun? Das sagt der Esel immer. Ach so? Lass uns losgehen. Etwas Besseres als den Tod finden wir über. Das muss aber am Westen. Also in der DDR hatten wir das nicht. Wir hatten ja nicht. Diese böse Märchenzensur in der ja, genau, DDR. Die nicht so schöne Märchenverfilmung, aber die Bremer Stadtmusikanten, das kommt uns in die Tüte. Okay, bleiben wir weiter bei Zitaten. Ich kann eine nackte elektrische Birne ebenso wenig ertragen wie eine rohe Bemerkung oder eine vulgäre Handlung. Oh Gott. War mein letzter Auftritt als Schauspieler hier im Theater in diesem Stück? Ich hatte einen 10-Sekunden-Auftritt. Vielleicht hilft dir das beim Stück. Ich kam raus und sagte nur, na Blanche. Das war mein ganzer Auftritt, damit habe ich meine Bühnenkarriere in Altenburg beendet. Warte. Ich kann eine nackte elektrische Birne ebenso wenig ertragen wie eine rohe Bemerkung oder eine vulgäre Handlung. Ja, das ist, warte mal. Tennessee Williams. Ja. Endstation Sehnsucht. Ja! Oh. Na geht jetzt doch. Ist mir aber doch besser, dass es rauskam. Ich wollte immer sagen, die Katze auf dem heißen Blechdach, wollte ich mal sagen, aber nee, dann war es doch Endstation Sehnsucht. Nee. Thorsten. Du warst sozusagen die Endstation, das war deine Endstation. Das war mein letzter Auftritt. Thorsten gewinnt eine Blu-ray, heißer Sommer. Und warum wir die geben, wir haben am Mittwoch am Theaterzelt, holen wir unsere durch Regen ausgefallene Vorstellung Achtung Grillgefahr nach. Dann verabschieden wir uns in die Sommerpause, aber da ist heißer Sommer mit dabei in der Revue. Also wer Lust hat am Mittwoch um 18 Uhr, müssen wir jetzt gleich sagen, das ist Mittwoch der 8. Am Mittwoch der 8., weil in der Wiederholung... Mittwoch der 8., die letzte Vorstellung, Achtung, Grillgefahr am Theaterzelt. Alle herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir haben noch 10 Minuten. Weiter. Was? Weiter. Ja, Black Lives Matters. Oh. Eine Kategorie, die sehr interessant ist, damit man sich manche Posts sparen kann. Welches Lied? Nee, welcher Film? Es sind Michelle Pfeiffer und John Travolta. Ist es ein Musicalfilm? Nee, muss ich. Aber ich gebe es noch nicht frei. Wir brauchen noch ein bisschen Spannung in den letzten 10 Minuten. Okay, also ich löse auf. Ja. Hairspray. Okay. Hairspray, ziemlich cooler Film. Gibt es auch 2 Verfilmungen. Wäre ich aber nicht drauf gekommen. Hast du nicht gekriegt. Gehen wir gleich weiter. Das ist eine schwierige Kategorie. Wow. Aus welchem Film? Wie gesagt, die Kategorie heißt Black Lives Matters. Sissy. Na, wir haben noch nicht einen Sissy-Film gehabt. Du kommst mit den alten Filmen. Wolltest keine alten Filme mehr. Kennst du Sissy-Partys? Ich meine was anderes. Kennst du das? Das Prinzip einer Sissy-Party? Es treffen sich Leute, gucken sich Sissy-Filme an. Und immer wenn... Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Nee. Und immer wenn in dem Film Eure Majestät gesagt wird, steht man auf, trinkt einen Schnaps und sagt, prostet zu und sagt Eure Majestät. Eure Majestät! Das heißt, ab Mitte des Films bist du völlig betrunken. Ich habe das mal mit Freunden gemacht, Big Lebowski. Und immer wenn er einen White Russian trinkt, haben wir auch einen getrunken. Okay. Macht echt Spaß. Machen wir mal, oder? So eine Sissy. Eine Sissy-Party? Naja, von mir aus auch White Russian. Aber du möchtest immer festes Klettern. So, aber du hast abgelenkt. Ja,
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Willst du es freigeben? Ja, wir geben es mal frei, weil es echt ist. Das, also, das, frei. Das schwer. Ist schwer. Ich gebe es zu. So. Ihr lieben jungen Menschen dort draußen. Wer hat jemand was geschrieben? Nee, du sollst doch noch nicht gucken. Ich kann es doch. Stella. Ach so, das war noch Endstation davor. Sehnsucht. Ich kann es noch mal, damit ihr euer Shazam anmachen könnt. Wo habe ich es? Ich konnte nicht reden. Das ist wie nach dem Krieg mit dem Bollerwagen. So. Bin ich ganz alleine. Keiner kennt das. Was für abgefuckte Filme guckst du denn? Das ist nicht. Ich muss gestehen, ich habe ihn auch nicht gesehen. Ich habe einfach nach Filmen gesucht, die sich mit Rassismus auseinandersetzen. Okay. Und der Film ist von 2017. Naja, dann. Also er ist relativ neu. Kommt es irgendwie die Antwort? Also hast du freigegeben mit. Ich habe es freigegeben. Okay. Ihr wisst auch nicht. Ich löse auf. Ja, löse mal. Ich glaube, ich habe hier noch. Get Out. Heißt der Film. Hat auch Preise gekriegt, also scheint gut zu sein. Ja, aber hast du nicht gekriegt. Wir kommen zum Foto. Aus welchem Film stammt dieses Foto? Keine Ahnung. Ja, Thomas Graf, leider zu spät, aber den Gutschein, 100 Euro Prag-Tipp, hast du, weil, du hast den Joker schon rausgegeben gehabt, ja. Hast du ihn schon rausgegeben? Ja. Bei der Musik, ja. Nee, keine Ahnung, was das ist. Kannst du auflösen. Da schaffen wir vielleicht noch was. Es ist L.A. Crash. Nee, kenne ich nicht. Ganz toller Film, super Film, Episodenfilm. Ich weiß, dass es ihn gibt, aber ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen. Richtig cooler Film. Quizfrage. Es gibt halt so viele Filme. Welcher Film war der erste Nicht-Dokumentarfilm, für den in Mekka gedreht werden durfte? Oh, keine Ahnung. Schnell. Malcolm X. Okay. Ist echt nicht deine Kategorie. Nee, überhaupt nicht. Da musst du wirklich. Deswegen rattern wir durch. Da musst du was nachholen. Filmzitat: Die Weißen kommen ins Gefängnis und die Schwarzen kommen ins Gefängnis. Aber für die Schwarzen ist das Gefängnis die Hölle. Keine Ahnung. Lösen wir. Lösen wir? In the Heat of the Night. In der Hitze der Nacht. Okay, weiter. Nächste. Du hast in dieser Kategorie nicht eine Frage. Vollkommen. Meine Lieblingskategorie. Kackt. Movies mit Matt. Mit Fleisch. Also ich dachte, und nächstes Mal nehmen wir hier einen Matt-Igel hin. So, erste wirst du kennen. Aus welchem Film stammt dieses Lied? Tanze Samba mit mir. Samba, Samba die ganze Nacht. Tanze, also ich kenne den Song. Ich wusste gar nicht, dass er aus dem Film kommt. Samba und Matt, Mann. Genau. Bah. Das habe ich jetzt herleiten müssen, weil ich Samba und du hast das von Matt erzählt. Samba und Matt, Mann. Mensch, ich bin... Das sag ich auch. Movies mit Matt. Ja, klar. Und dann gehen wir gleich weiter, wa? Aus welchem Film stammt dieses Instrumental? Klingt doch überhaupt nicht nach einer Musik mit Matt. Du hast ja keine Ahnung. Das ist sehr mettig. Kommt da noch was? Was? Nee, komme ich nicht drauf. Was? Weiß ich nicht. Warte mal, ich muss mir noch... Wie viele Punkte habe ich denn bisher? Weiß ich nicht, habe ich nicht gezählt. Das wertet man nachher aus. Du weißt es nicht. Willst du es freigeben? Ja. Okay. Der Mike gibt's frei. So, ich spiele es aber trotzdem nochmal an. Aus welchem Film in der Kategorie Movies mit Matt? Beatrix Seeler, das ist richtig. Mad Max. Was denn? So ein Mist muss man es machen. Mad Max. Ja. Mad. Das ist richtig. So, Kategorie geht weiter. Foto. Das ist übrigens Matt Dillon. Mist, eine Wortspielkasse brauchen wir. Oh Gott. Nee, das ist schwer.
Weiß ich nicht. Das ist schwer. Joker hast du weg. Weiß es einer von euch draußen? Nee. Ich klär auf, ja? Ja, klärt mal auf. The House That Jack Built. Nee, kenn ich nicht. Kennst du nicht? Kenn ich nicht. So, und um weiter zu machen. Wer war 2007 der sexiest man alive? Abgesehen von mir. Du warst der sexiest man alive in Altenburg. Ach so, okay. Aber das ist so. Das hat man mir so nicht gesagt. The worldwide sexiest man. Man hat mir mal was anderes gespiegelt. Deine Frau zählt nicht. Matt Damon. Ja. Was Matt echt? Damon ist richtig. So. Bin ich nur auf den, wegen deinem blöden Mist. Filmzitat. Sie sind so hässlich, sie könnten glatt ein modernes Kunstwerk sein. Scheiße, das kenne ich. Oh, verdammt, was war das? Wo kam das her? Wo kam das her? Vielleicht schaffen wir ja noch was, wenn wir. Wenn Sie sind so hässlich, können glatt immer das kommen. Soll ich sagen? Ja, mach mal. Full Metal Jacket. Ja, genau, da kam es her. Ja. Okay, es geht. So, und ich hab's, Laura Meinhardt, weil du dich beschwert hast. Ich weiß nicht, ob ich hab's vielleicht übersehen, aber du kriegst für die Kategorie vorher noch einmal erschütternde Wahrheit zugeschickt. Und die Beatrix Seeler war jetzt richtig. Und jetzt guck ich mal, was würden wir da mal nehmen? Ich würde mal vorschlagen, du bekommst DVD, er ist wieder da. Hat nichts mit Matt zu tun, aber da machen wir Vegetarier. Wir haben noch 2 Minuten. Naja, aber das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Das schaffen wir leider. Vielleicht kann ich noch kurz, bitte alle, die eine DVD gewonnen haben und noch nicht gewonnen haben, bis dato, dass sie uns noch eine Privatnachricht, also eine persönliche Nachricht schicken mit Adresse, dass wir das zuschicken können. Ach, so machst du das. So lerne ich Frauen kennen. So kommst du an Nummern ran. So komme ich an Nummern ran. Und natürlich alle schreiben wir dann auch nochmal an, zwecks der Adresse für den Reisegutschein. Und wer jetzt einfach noch Lust hat zu schreiben, dass die Sendung toll war, dass der Moderator großartig war. Jung, kann das gut aussehend und davon. Jung, gut aussehend und hat sich auch vorher nochmal gekämmt, da war ich dabei. Ja, es hat nichts gebracht, ich muss echt zum Friseur gehen. Wisst ihr, jetzt darfst du wieder und ich mach's nicht. Der kann das auch gern noch drunter posten, auch wenn die Sendung jetzt, die Live-Übertragung zu Ende ist. Und dann gibt's auch immer noch einen Gutschein. Und an alle, die die Sendung in der Aufzeichnung sehen, nochmal der Hinweis, es läuft unten ein Ticker durch mit einer Frage. Wer die richtig beantwortet, die Telefonnummer anruft oder uns eine E-Mail schickt, der gewinnt nicht nur einen Gutschein, sondern gleich die komplette Reise nach Prag. Kostenfrei und für 4 Tage. Genau. Das heißt was? Ich glaube, es heißt Dankeschön. Dankeschön. Übrigens, das Dessert geht auf dich, mein Lieber. Wie viel habe ich denn Punkte? Na, es waren, obwohl, nee, warte mal. Na, Moment, jetzt. Nee, warte, ah, jetzt kommt meine entzückende Assistentin. Oder? Wie viel? Reicht's, wenn ich Äpfel mitbringe? Du kannst jetzt noch mal überlegen, welches Lokal du dir da aussuchst. Nein, ich bezahle natürlich sehr gern, ein Dessert für dich, mein lieber Manuel. Jetzt sind wir endlich durch. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt auch ein bisschen in die Sommerpause. Wir gehen in die Sommerpause. Und suchen dann einen Kandidaten für diesen Stuhl. Du sagst ja mal, Thorsten Brandt wäre sozusagen prädestiniert. Nein, also dafür. ich fänd's super. Wir haben gesagt, wir wollen das mal wechseln, dass auch hier jemand auf den heißen Schlucker und sich den Fragen stellen will. Insofern, auch da kann man sich gerne an bewerben. Altenburg TV schicken und sagen, ich wäre gerne mal Kandidat beim Filmquiz. Wir hoffen, es war heute sehr informativ, oder? Darum haben wir nicht so viel geschafft. Ich habe so wenig gewusst. Aber okay, die Zeit sagt, wir sind oh Gott, die Zeit ist vorbei, die Tagesthemen beginnen. Wir bedanken uns fürs Zugucken und würden uns freuen, wenn ihr wieder zuschaut. Wie gesagt, die Gutscheine werden euch zugeschickt, die DVDs werden euch zugeschickt und wir sagen... Das Publikum war heute wieder wundervoll und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und...